Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und wir werden heute mit Home Sweet Home weitermachen. Das Spiel mega creepy, aber richtig cool gemacht. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Runde heute. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, ich starte das Ganze und wir sehen uns gleich. So, nachdem wir gestern aufgehört haben, nachdem wir diese Puppe geklaut haben, scheinen wir auch wieder genau dort weiterzumachen. Genau. Wenn ich nämlich jetzt hier rumgehe. So, wie gesagt, gestern haben wir die Puppe geklaut von ihr. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg, schnell hier wegzukommen. Ich habe den Ton heute mal lauter gemacht, weil mir gestern aufgefallen ist, dass der Ton doch relativ leise war. Boah. Ich kann nichts machen. So. Direkt mal verstecken gehen. Man weiß ja nicht, ne? Aber ich höre nichts. Okay. Oh, shit! Hat die mich gesehen? Oh, 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 oh. Hat ihr mich gesehen? Wie kommt die Zielscheibe hier hin? Ich sehe sie nicht mehr. Aber ich höre das Messer noch von ihr. Ach, solange ich das höre, werde ich nicht rausgehen, aber. Soll ich jetzt rausgehen oder soll ich hier bleiben? Die Tür ist auch noch auf. Komm, wir riskieren es, oder? Ja, komm. War doch gerade da. Muss ich mich jetzt vor der verstecken hier oder was? Oh, shit, Alter.
Wenn ich wüsste, ob die jetzt da um die Ecke kommt. Oh, da geht sie. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es ist zu dunkel, ich sehe sonst nichts. Boah, ich höre Schritte von beiden Seiten, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Fuck, ey, was mach ich denn jetzt? Ich hab sie gesehen. Oh, oh fuck! Hab ich das gesehen? Weißt du, wo ich bin? Oh shit, Gänsehaut. Wo ist die? Oh, ich sehe auch einfach nichts, ne? Okay, ich versuch's nochmal. Also ich vermute ja, dass ich hinter die Theke kommen muss. Ja, ohne Taschenlampe wäre eigentlich sinniger, aber tja, wenn ich die ausmache, sehe ich einfach null. Sie denn jetzt schon wieder. Komm. What? Oh, Scheiße! Scheiße, wo ist die? Nein! Boah. Boah, ist das heftig, ey. Oh, Scheiße. Oh, sorry für den lauten Schrei gerade, Leute, aber oh, das ist so. Man kann sich das ohne VR-Brille einfach nicht so vorstellen, Leute. Ihr müsst es einfach mal selber ausprobiert haben. Horrorspiele in VR sind einfach eine ganz andere Hausnummer, ey. Es ist einfach so krank. Boah, sorry, ey, Leute, ich muss mal ganz kurz nochmal zurück hier. So, ich muss mal ganz kurz eben die Brille, die Gläser sauber machen. Oh, durch die Hitze jetzt, Alter. Okay, Leute, weiter geht's. Ich musste ganz kurz die Brillengläser eben sauber machen. Boah, das ging gar nicht. Boah. So, ich muss jetzt irgendwie hier durch.
Ich muss jetzt erstmal beobachten, Leute, wo die hingeht. Okay, die geht immer da lang. So. Die ist direkt neben mir gerade. Nein, die geht sich weiter. So eine Scheiße. Okay, ich muss einfach. Nee. Ich muss beobachten, wann sie weitergeht, Leute. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt noch. Nicht, dass ich zu weit drüber liege. Komm, die Beine. Wo geht die denn jetzt hin? So geht die doch sonst nie. Oh, scheiß auf, ich komme jetzt nicht hier rein. Fuck, das hört sich so nur nah an. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die ist ganz nah neben mir irgendwo. Kann ich in die Tonne rein? Nee. Die geht natürlich nicht. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal. Ich weiß doch so gar ja nicht, wo ich hin soll. Okay. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Oh shit, nee, die ist direkt neben mir wieder. Ich glaube immer, wenn man die so sprechen hört, ich glaube, dann ist die direkt in der Nähe. Ich sehe sie nicht. Kann ich die Tür zumachen? Was für Zeit? Ich kann mit der Zeit nichts machen. Hier mit der Zeitung kann ich nichts anfangen. Hier hat keine Tür aufgemacht, oder? Also damit kann ich es machen. Ich kann jetzt nicht in die Hand, oder? Ah, jetzt. Zeit vom 30. September. So. Schockierend. Hexerei ist für verschwundene Studentin verantwortlich. Das Ermittlungsteam war schockiert, als Beweise für satanistische Machenschaften im Zimmer des vermissten Mädchens gefunden wurden. Sie wird seit dem 26. September vermisst. Diese schockierende Entdeckung. Okay. Oh. Oh,
Hauptsache, da kommt Blut aus dem. Tja, wir werden weitergehen müssen. So wenig ich das auch will. Scheiße. Okay, Tür auf. Scheiße. Aber wenn die sagt, come back to me, dann... Ich gehe immer hier rein, Leute, weil ich immer Panik habe, dass die kommen. Okay. Okay, hier geht's definitiv nicht weiter. Schatz. Okay, ich muss jetzt beobachten, wie die läuft. Scheiße, von hier sehe ich aber nichts. Wäre wahrscheinlich besser hinter der Theke geblieben. Zum Glück reagiert die Taschenlampe nicht. Wo ist die alte denn? Man sieht die auch nicht, ne? Die kommt auch nicht mehr hinter dem Regal davor. Das heißt, die läuft jetzt die ganze Zeit hier vorne lang. Ach, scheiße, warum ich werde weggehen. Scheiße. Es gibt hier auch nichts zum Verstecken, also wenn die jetzt irgendwo kommen, kann ich nirgendwo hin. Der Spind ist zu weit weg. Ich werde jetzt wieder zurückgehen, hinter das Regal. Oh. Da ist sie. Okay, ist jetzt gerade nach rechts gegangen. So, jetzt müssen wir mal eben kurz beobachten, wie die läuft und wo ich hin muss. Gibt es eine Tür? Okay, die geht da lang. Okay. Da bleibt die stehen. Oh, die geht da rum. Ah, da kommt die bestimmt gleich hier hinter dem Regal lang. Okay, wir warten jetzt einfach, bis sie hier vorne lang kommt wieder. Hier kann ich mich ja glücklicherweise verstecken. So, und jetzt muss ich eben gucken. So, jetzt warten wir, bis sie weggeht. So, und jetzt gucken wir. Da ist sie. Da wird die jetzt stehen. Und dann geht die wieder in unsere Richtung. Okay. Wir warten, bis sie wieder nach rechts geht. Oh, geht sich weiter. Shit. Okay, müssen wir was anderes überlegen. Das heißt, wenn ihr nach rechts geht, gehe ich gleich dahin.
Das erstmal gucken wieder, wo die ist. Ah, da. So. Boah, Leute, mein Herz, das klopft wie verrückt. Ich habe Angst, wenn die in die Richtung guckt, dass sie mich sieht. Okay. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass sie mich nicht sieht hier. Die müsste eigentlich nicht jetzt von da aus wieder hier in meine Richtung kommen. Eigentlich. Da ist. So. Eigentlich geht die jetzt nach rechts, ja? Oh, jetzt sehe ich die nicht mehr. Nicht darüber. Wir warten noch eine Runde ab. Okay, wir warten eine Runde ab. Jetzt weiß ich, dass sie so weiterläuft. Also sobald sie gleich in die andere Richtung geht, werden wir darüber hinter das Regal gehen. Was? Ich geh mal hier rein, ganz kurz. Boah, ich seh gar nichts mehr. Voll dunkel. Was ist los? Ach, man kann die Taschenlampe von dem Ding anmachen. Geil. Ich will nur mal eben hören, ob die hinterherkommt. Ne, also sie geht wohl weiterhin da im Kreis. Nein! Ich Idiot, mach das Radio an! Ich wusste nicht, was das ist. Boah, die kommt. Oh Gott, und ich sehe überhaupt nichts. Ich Idiot. Kommt hier zu. So. Mach die Tür wieder zu. So. Ich Idiot, ey. Ich habe nur gesehen, man kann das benutzen, hab dann nicht gesehen, was das ist. Ja, die Sicherung. Sehr gut. Ja, genau. Jetzt ist das von alleine angegangen, oder was? Okay, wir müssen kurz abwarten. Ich muss ja eben kurz gucken, ob ich hören kann, wo die ist. Ich vermute mal, die steht jetzt wieder hinten an der Theke irgendwo.
Eigentlich sollte das ja machbar sein jetzt. Ich habe gedacht, die würde mich jetzt hören, wenn ich die Tür aufmache, aber anscheinend juckt die das nicht. Boah! Was ist das denn? Gerolltes Metallamulett. Ein kleines gerolltes Amulett mit magischen Buchstaben versehen, meist von Männern getragen. Es wird geglaubt, dass es seinen Träger beschützt und aktiver macht, attraktiver macht. Auch. What? Wo soll ich denn hin? Faster, damn it, come on! Oh, 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 oh. Nein! Nein! Lass mich weg! Lass mich weg! Geh doch schneller, du Vollidiot! Boah, ich hab überall Gänsehaut, Leute. Ich hab überall Gänsehaut. Nein! Boah, shit! Boah. Ist ja gut, ich bin tot. Ich hab's verstanden. Boah. Überall Gänsehaut, Leute. Boah, scheiße, ey. Okay, was kann ich denn... Was kann ich denn da machen? Kann er nur laufen, da war doch nichts, oder? Zurücklaufen geht ja auch nicht. Moment, so. Stopp. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, da ist das Tor und das ist zu, ne? Jo. So. Das heißt, die kommt hier durch. Was soll ich hier machen? Ich kann ja nur woanders hin. Ich kann ja nur laufen. Es gibt doch nichts, oder? Achso, das nehmen wir wieder mit. Ich weiß noch nicht, was hier gut ist. Kann ich das benutzen? Mal gucken. Geräumtes Amulett. Ich kann nichts mehr machen, ne? Hm. Achso, Moment, mal gucken hier. So. Nee. Nee, kann ich das nicht machen. Okay. Also ich kann nur das Tor hochmachen. Und wenn die durch die Wand kommt, kann ich nur laufen wie ein Irrer. Aber ja, wohin? Ich müsste es ja theoretisch bis zur Tür schaffen auf der anderen Seite, oder? Aber ich bin schon so schnell gerannt, ich konnte. Okay. Komm, lass mich durch. Ich will gar nicht wissen, was hinter mir ist. Komm, lass mich durch. Scheiße, ey. Boah, nicht durch das Fett Blut. Lauf, du Idiot. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Nein! Oh. Ach, Moment, ich kann mich wehren. Oh, das ist die falsche Richtung, wa? Lauf doch. Ach, ich kann nicht mehr laufen. Scheiße. Ist das falsche Richtung? Ich muss in die Richtung. Ah, scheiße. Ah, jetzt kann ich wieder laufen, okay? Komm, du Schlampe! Wah! Nein! Ah, jetzt kann ich das ja machen, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ah! Okay, okay. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Boah, echt krank dieses Spiel. Ach, nur krank. So. Also, ich werde jetzt laufen, versuchen nicht durch die Blutlachen zu laufen. Weil dann wird man verlangsamt. Und wenn ich es nicht schaffe, kann ich mich beim ersten Mal, wie ich gesehen habe, mit X nochmal retten. Okay, wir versuchen es. Hallo? Ach, so diese komischen Dinge da drin. Danke. Was ist los? Hä? Muss da hier durch, oder nicht?
Ah, jetzt. Komm. Mach das Tor hoch. Faster, damn it, come on. So. Lauf, ihr noch schneller geht nicht. Nein! Nein! Boah! Oh, Alter! Boah, was ist das? Hammer! Richtig Hammer! Er hat zwar Gänsehaut wie ein, boah, weiß ich nicht, wie so ein Hähnchen oder so, aber Hammer. Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Boah, mit der Musik gerade ist das ja sogar mal annehmbar, das Spiel. Okay. Jetzt wirkt es mit der Musik, also mit der Musik, ehrlich, das ist unglaublich, wie viel Musik ausmacht, Leute, ehrlich, ohne Witz. Ein Stück des mysteriösen Fotos, oh, alles klar. So, das ist unglaublich, echt, Leute. Die Musik, die jetzt gerade läuft, das hört ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man die hört, ist das Spiel gar nicht mehr so gruselig, auch wenn es dunkel ist und so und man weiß, was hier für eine Olle rumrennt, aber es ist ganz, ganz viel, was die Musik ausmacht. Boah, scheiße, das kann man gar nicht lesen, aber in der Beschreibung. So. Königliche Thai-Polizei. Mhm. Tagesberichtsmappe. Polizeistation Samut Prakan. Abteilung Provinzpolizeistation, Hauptquartier was? Eintrag, wollte ich mal hingucken. So. Mr. Chetchai Tubloy. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Tim. 34 Jahre alt, wohnhaft in Nummer 12, Mosetz. Packen. Was? Packen? Was ist das für ein Name, Alter? Lang ist denn der Text, okay? Muang Samut Prakan kam zur Polizeistation und berichtete, dass er am 29. Mai 2013 um 3.30 Uhr herausfand, dass Mrs. Nitarinaya, mein Gott, Alter. Miss Nitarinaya, mein Gott, vermisst wurde und bislang nicht gefunden wurde. Was er im Zimmer von Miss, mein Gott, schon wieder. Okay, von dieser Mrs. auf jeden Fall, fand, ließ ihn vermuten, dass es sich um einen Überfall handelte. Dieser Bericht wird als Beweis für seine Anwesenheit am Tatort verwendet. So, Polizei, Captain Meta Sübongsa, mein Gott. Ermittler unterschreibt als Informant. Name, Chetchai, Führer, Spitze, beglaubigte Kopie. Okay. Gut. Ich bin trotzdem mal sehr vorsichtig, weil die Musik hat aufgehört. Ah, okay. James Tagebuch vom 19. April. Na gut. Warte, Moment. Wieder gerade. Vorderseite. Moment. Ich hatte einen sehr aufwühlenden Traum letzte Nacht. Er fühlte sich richtig echt an. Etwas oder jemand hatte mich die ganze Nacht lang gejagt. Es kam zu mir und zog an mir. Der Schmerz war so stark, als wollte es mir mein Leben nehmen. Doch ich konnte entkommen und sah Licht am Ende des Weges. Ich kann mich an nichts weiter erinnern. Rückseite, es gibt nichts Gruseligeres als das. Was habe ich da gesehen? Was ist los? Hallo, Jane? Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead.
Da gibt es aber viel zu sehen, ne? Hier rausgehen können wir nicht. Warum wundert mich das nicht? Warum hört die Musik schon wieder auf? Von Spülen halten die auch nichts hier. Ich glaube, ich muss die Treppe hochgehen. Oh, kennt ihr das? Wenn es so ruhig ist, dass es schon so echt verdächtig ruhig ist. Naja, immerhin weiß ich jetzt, dass ich mich gegen die Olle wehren kann. Zumindest einmal. Öffne Janes Zimmer. Versuch ich doch. Ich brauche einen Schlüssel. Boah, hier wird die Musik her, okay. So, wir gucken nochmal hier. Was haben wir hier? Boah, Janes Zeichnung, okay. Janes Zeichnung, die wie eine Karte aussieht, ja und? Oh. Alter, was ist das für eine riesen Dusche, ey? Tja. Wie soll ich denn das Zimmer öffnen? Kann ich hier durch? Nee. Moment, warte mal, denk Zeichen. So, das, Tür, Couch, Tisch. Weiß noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen soll. Oder beziehungsweise wie. Oh. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Janes Tagebuch vom 27. Oktober. Es gibt da etwas, das ich teilen möchte. Heute ist einfach einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Warum? Weil wir endlich ein eigenes Haus haben. Es ist Tims Haus, um genau zu sein. Er hat so hart gearbeitet und für dieses Haus gespart. Rückseite. Tim sagte auch, das Haus ist ein Geschenk zu unserem ersten Hochzeitstag. Ist das nicht das unfassbar süß, was? Tausend Dank, Tim, ich liebe dich mehr als alles andere, okay? Aber das bringt mich trotzdem nicht weiter, weil die Tür nicht aufgeht. Tja.
was passiert, wenn ich runtergehe. Hier oben gibt's ja nichts. Ups. Ich habe auch einfach keinen Schlüssel oder sowas gefunden. Ne, Leute. Jetzt gerade weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Ja, das Bild habe ich ja eh schon aufgehoben, oder? Hey, Tim. It's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Tja, Leute. Ah, wie geht's jetzt weiter? Wie komme ich weiter? Oh, da ist er doch. Ersatzschlüssel. Okay. Das dürfte ja dann der Schlüssel sein, um die Tür zu öffnen. So. Oha, was ist das denn jetzt? Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm just writing. Oh, yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay, well, it's time for bed. Is that Shane's diary? Okay. Janes Tagebuch vom 28. April. So. Ich fühlte, dass es mir immer schlechter ging. Ich sah immer wieder Dinge, die nicht da waren. Es passierte immer wieder und einmal dachte ich, jemand wäre im Haus. Manchmal hatte ich das Gefühl, von außerhalb des Hauses beobachtet zu werden. Es fühlte sich auch im Treppenschrank gruselig an. Meine Güte, es wird einfach nicht besser, Jane. Pass auf dich auf. Tim zuliebe. Habe ich gerade in meinem Tagebuch mit mir selbst gesprochen. Haha, komische. Tim ist noch nicht nach Hause gekommen. Wir verbringen keine Zeit mehr miteinander. Ganz zu schweigen davon, zusammen auszugehen. Wir sollten ein wenig beten und gutes Karma produzieren. Wer weiß, vielleicht könnte es dadurch besser werden. Boah, wie viel zu lesen. Wieder Tagebuch. Ich habe mich in letzter Zeit so vergesslich gefühlt. Ich dachte, das Telefon wäre in der Küche. Ich habe überall gesucht, aber dann habe ich es im Schlafzimmer gefunden. Ich hatte mich daran erinnert. Vielleicht war es aber auch nur einer meiner Dummheiten. Komm schon, Jane. Vielleicht war ich einfach nur ein bisschen gestresst. Reiß dich zusammen, Jane. Noch eine kleine Sache. Ich wusste, dass ich in letzter Zeit nicht völlig ausgeruht war. Zumindest war es das, was ich dachte. Ich dachte, ich hätte etwas Seltsames in der Nähe des Hauses gesehen. Vielleicht war der Fernseher einfach kaputt. Das Signal war ganz schwach. Es gab einmal eine Situation, in der ich vollkommen ausgeflippt bin, weil ich sicher war, dass ich in diesem statischen... Dass ich in diesem statischen Geräusch ein Begräbnisgebet hören würde. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Das Gefühl kenne ich. Ich nehme an, rausgehen ist nicht. Nö. Okay. Und jetzt? Was ist denn da unten am Boden? So, Steckdose.
Verringerung. Nein. Ich habe das Gefühl, die Musik wird immer lauter. So, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach einen Cut. Ich muss gucken, ob ich das Ganze jetzt irgendwie speichern kann. Haufen, okay. Na gut, irgendwie wird man das sicherlich speichern können. Können wir mal eben runtergehen. Jetzt ist der Schrank schon wieder auf. What? Jane? Ich sehe einfach nichts. Und hab Gänsehaut am ganzen Körper. Fuck. Wieso gehe ich da rein? Warum gehe ich da rein? Oh, Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, ey. Oh, jetzt bin ich schon wieder so ein Schacht hier. Okay. Ja gut, Leute. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und machen dann nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Ja, Leute, das war der zweite Teil von Home Sweet Home. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Haut ihr rein und ciao.